Herzlich willkommen bei einer neuen Subtour von SubTV. Wir befinden uns aktuell in Bayern, in der Nähe vom Wörthsee bzw. am Wörthsee. Das ist ein relativ kleiner See südlich von München im Starnberger Seenland. Die Distanz, wenn man einmal um den See rumpaddelt, sind knapp 10 Kilometer. Genau das wollen wir heute machen. Wir müssen allerdings schauen, wie das Wetter mitspielt, weil ja, es ist leider für den Nachmittag ein bisschen Gewitterwetter angekündigt. Aber wenn man das hier hinten im Hintergrund sieht, der sieht wirklich traumhaft schön aus, so türkisfarbenes Wasser. Und ja, heute wollen wir euch einfach mal mitnehmen auf diese Tour. Doch jetzt machen wir erstmal die Stand-Up-Paddleboard-Startklappe. Wir werden ja oft von euch gefragt, wo wir uns informieren, wo wir paddeln können. Hier in Bayern ist das relativ einfach. Es gibt nämlich unter anderem hier den Subguide für das bayerische Alpenvorland. Den können wir euch noch weiterempfehlen. Da sind ganz viele bayerische Seen drin. Den haben wir auch zur Recherche benutzt und noch einige andere Bücher. Ihr findet die ganzen Bücher unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten übrigens hier vom Campingplatz am Wörthsee, weil wir gerade auf Campingtour durch Bayern sind. Ja, und hier seht ihr einmal schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den See, auf dem wir gleich paddeln werden. Viele pumpen ihre Stand-Up-Paddleboards ja mit einer elektrischen Pumpe auf. Wir haben jetzt von Jackery mal die Power Station 500 zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir nicht nur begeisterte Stand-Up-Paddler, sondern natürlich auch begeisterte Camper sind. Und da kommt so eine Power Station natürlich hervorragend an, weil das ist im Grunde ein externer Akku, hat 518 Wattstunden und man hat die Möglichkeit, ganz viele Geräte hier auf der Vorderseite anzuschließen. Unter anderem haben wir auch den 12 Volt Zigarettenanzünder, den es ja sonst auch beim Auto gibt. Und da kann man dann wunderbar die ganzen handelsüblichen Subpumpen anschließen und ist so völlig autark unterwegs, nicht nur beim Campen, sondern man hat im Grunde dann überall Strom, wo man Strom braucht. Man hat USB-Anschlüsse, man hat sogar eine richtige Steckdose. Wenn man zum Beispiel das Notebook laden möchte, funktioniert das. Wir nutzen das auch immer zum Laden unserer ganzen Akkus nach der Subtour, wenn wir wieder campen sind. Also das ist wirklich eine durchweg gute Powerstation. Die kann hier mit dem ganz normalen Wechselstromanschluss bis zu 500 Watt Leistung bringen. Wir haben sie in den letzten Wochen jetzt viel ausprobiert, sind tatsächlich sehr begeistert. Die Station an sich wiegt knapp 6,5 Kilo, ist also eher nichts, um es jetzt dauerhaft auf dem Board mitzunehmen. Aber gerade wenn man dann campen geht und auch suppen geht, dann ist die Station wirklich bestens geeignet. Und das Schöne ist, man kann sie sogar auch extern laden. Wir haben ja hier einen Akku integriert und dafür gibt es dann zum Beispiel noch ein Solarpanel. Das ist jetzt ein 100 Watt Solarpanel und mit diesem Solarpanel soll die Powerstation dann in ungefähr 9,5 Stunden wieder komplett geladen sein. Das heißt, man kann wirklich völlig autark unterwegs sein, ohne irgendwie mal irgendwann an die Steckdose zu müssen. Und wir werden jetzt erstmal mit der Powerstation und natürlich der elektrischen Pumpe die Stand-Up-Paddleboards aufpumpen. Auch die Powerstation haben wir euch natürlich in der Videobeschreibung noch einmal verlinkt. Ja, und während Franzi jetzt hier von Hand aufpumpen darf, werde ich jetzt ganz entspannt hier die Subpumpe anschließen und die elektrische Pumpe die Arbeit machen lassen. Die beiden Boards haben wir jetzt aufgepumpt. Ich habe mein Board per Handpumpe aufgepumpt und Steffen hat das mit der Jackery Box gemacht. Wir haben vorher Schnick-Schnack gemacht, wer das Board mit der Handpumpe aufpumpen muss und wer es aufpumpen lassen kann. Da hat Steffen dann gewonnen. Wir müssen uns nämlich heute so ein bisschen beeilen, weil in 2 Stunden soll ein Gewitter aufziehen. Wir müssen also gucken, dass wir alles hier rechtzeitig zusammengepackt bekommen und uns aufs Wasser machen. Wir starten hier heute vom Campingsee. Campingplatz am Wörthsee heißt er. Das ist total schön hier. Wir haben den letzten Stellplatz bekommen, direkt am Wasser. Das ist richtig cool. Wir können hier unsere Boards ganz entspannt klar machen. Und genau, jetzt ziehen wir uns gleich nochmal richtig an, packen alle Sachen ein und dann geht's los. Wir sind jetzt startklar. Unsere Boards liegen hier auch schon ready. Wir haben Leash, Schwimmweste, alles mit dabei, Schuhe, falls wir irgendwie an Land gehen, Geld. Und genau, jetzt starten wir gleich unsere Aktivität mit unserer Garmin-Uhr. Steffen und ich haben beide eine Phoenix und da stellen wir immer die Aktivität Cardio oder Sub ein und dann paddeln wir gleich einmal los. Und wir wollen gegen den Uhrzeigersinn starten, weil der Wind dann von vorne kommt auf dem Hinweg und auf der Rücktour haben wir dann den Wind von hinten. Thank you.
Was man hier jetzt schön sieht, ist zum einen natürlich die Wasserfarbe, aber auch, dass der Wind hier ordentlich reindrückt. Wenn man einfach nicht paddelt, dann merkt man, das Boot dreht sich und man wird richtig zurückgedrückt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine ganze Ecke geradeaus gegen den Wind paddeln. Aber ungewohnt. Wir sind jetzt circa 2,5 Kilometer am Ostufer lang gepaddelt gegen den Wind. Es war stellenweise schon echt anstrengend. Also man sollte unbedingt vorher Wind und Wetter checken. Am besten auf der Hintour gegen den Wind, dass man auf dem Rückweg dann Rückenwind hat. Ist deutlich angenehmer, weil im schlimmsten Fall kommt man sonst nicht wieder zurück. Hier am Ostufer muss man wissen, es gibt wenig Anlegemöglichkeiten. Alles voll mit kleinen Ferienhäusern, Villen. Also hier kann man nirgends mal an Land gehen, ans Ufer gehen und eine Pause machen, sondern muss tatsächlich dann die 2,5 Kilometer ziemlich straight durchpaddeln. Ja, und kaum habe ich es gesagt, hier nach 2,5 Kilometern ungefähr die erste Verpflegungsmöglichkeit. Hier ist so ein kleiner Imbiss, Biergarten, wo man auch ein Eis kaufen kann. Und hier kommt man dann auch ins Wasser und kann natürlich auch hier am Ufer eine Pause machen. Also immer noch am Ostufer und hier dann die erste Pausemöglichkeit. Jetzt können wir hier entspannt ohne Wind weiter paddeln. Mein lieber Scholli, das war richtig Sport eben, aber hat auch richtig Spaß gemacht. Hier der Ort, der heißt Steinebach, der hier im Nordosten ist. Und ja, hier sind ganz viele im Wasser, auch total viele Wassersportler jeglicher Art. Stand-up-Paddler, Windsurfer, Segler, ganz viele sind auch im Wasser schwimmen. Das Wasser ist auch so warm, die ganzen Wellen, die sind uns ja entgegengespritzt. Das Wasser ist echt warm wie eine Badewanne und ich bin Warmduscher. Also ich habe richtig Lust, jetzt gleich mal eine Runde reinzuspringen. Und genau, wir paddeln jetzt hier am Nordufer entlang und dann geht es gleich mit dem Rückenwind wieder zurück. Ihr seht auch vielleicht, ich drehe mich sofort wieder, sobald ich aufhöre zu paddeln. Also ein bisschen Wind ist hier doch noch. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es da vorne ist. Da seht ihr, da sind ganz viele Segelboote angeankert. Wie sagt man das? Auf jeden Fall liegen da ganz viele Segelboote vorne am Ufer. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Das gucken wir jetzt mal alles genauer an. Jetzt sind wir hier schon am nördlichen Teil des Sees angekommen und es ist richtig cool. Man kann hier überall einkehren. Also ich glaube, hier oben im Norden ist definitiv mehr los. Ist natürlich alles nicht so naturbelassen, sondern es gibt kaum ein Örtchen, ein Fleckchen hier am See, der nicht bebaut wurde, glaube ich. Also es ist schon richtig viel los, aber es ist total schön und spannend zu gucken. Und ja, es bringt richtig Spaß, hier lang zu paddeln. Ich habe jetzt meine Weste erstmal nicht angezogen, weil wir halt die ganze Zeit hier am Uferrand lang paddeln. Und das Wasser ist so schön klar und auch nicht tief. Also man sieht die ganze Zeit den Boden. Und ja, der Bräune wegen habe ich jetzt die Weste mal ausgelassen. Und genau, wir paddeln jetzt hier weiter durch die Boote durch. Das ist auch richtig cool, bringt richtig viel Spaß. Und genau, dann paddeln wir jetzt hier noch einmal rum.
Der Norden liegt jetzt hinter uns und jetzt fahren wir wieder die Längsseite runter mit dem Wind im Rücken. Es ist richtig schön, die Sonne scheint noch. Es kommen zwar jetzt ein paar mehr Wolken auf, also es sind nur noch ein paar blaue Flecken am Himmel zu sehen, aber wir paddeln jetzt stetig Richtung Süden wieder nach unten. Da ist eine Insel, das ist die Mausinsel, das ist eine Privatinsel, da darf man nicht auf die Insel rauf. Das ist verboten und da ist auch eine kleine Bucht zwischen Festland, sage ich jetzt mal, und Insel, da darf man auch nicht durchfahren. Also wir müssen jetzt um die Insel rumfahren, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Hier ist jetzt richtiges Karibik-Feeling angesagt. Das Wasser ist hier so flach und so klar. Es ist einfach nur wunderschön. Und hier seht ihr jetzt die Mausinsel. Hier sind auch einige Schilder aufgestellt, die sagen, hier darfst du nicht weiter, hier darfst du nicht ran. Und deswegen paddeln wir da jetzt hier einmal rum und einmal auf die andere Seite und genießen diesen wunderschönen Blick. Sind wir einmal um die Mausinsel rumgepaddelt, sind jetzt quasi auf der anderen Seite und hier ist auch so ein kleiner Steg, der auf die Insel hinaufführt. Da darf man auch nicht durchfahren, aber hier in dieser kleinen Bucht kann man sich so ein bisschen herantasten. Hier ist das Wasser auch wieder ganz flach und richtig schön türkis, also es ist ja traumhaft. Hier die Westseite vom See ist etwas ruhiger, nicht ganz so bebaut, etwas idyllischer als die Ostseite, wo wir ja hochgepaddelt sind. Ja, hier kann man richtig gut abschalten, entspannen, einfach nur genießen. Ist schön. Wenn ihr bei der Bucht, bei der Mausinsel seid, fahrt mal ganz durch bis zu den Halt-Stopp-Schildern und dann ist da eine kleine Einfahrt richtig versteckt und da fahrt ihr rein und dann kommt ihr hier in diesen bezaubernden kleinen Hafen. Es ist richtig schön, es ist ein richtiger Geheimort, finde ich schon fast, weil man von weitem diesen Eingang überhaupt nicht sieht. Also das ist richtig schön und lohnt sich auf jeden Fall, da auch nochmal eine kleine Runde reinzufahren. Hier auf der Südwestseite sind mehrere Stege, wo man öffentlich dran hin oder wo man öffentlich hinkommt und da auch verweilen darf und von da aus auch baden darf. Hier haben wir jetzt eine kurze Pause gemacht, kurz was gesnackt, uns kurz gestärkt. Da ja, ist jetzt ziemlich zugezogen, der Wind ist nochmal aufgefrischt und jetzt haben wir die letzten Meter, die wir zurückpaddeln müssen und dafür brauchen wir noch ein bisschen Energie. Aber das wird jetzt, denke ich mal, auch recht fix gehen. Weste habe ich angezogen und ja, jetzt geht's zurück.
höre es schon grummeln. Das geht in die Arme. Ja. Wir sind wieder zurück, gerade mit dem ersten Donnern. Hier zieht tatsächlich das Gewitter auf. Sind wir hier vorne angekommen, also es hat perfekt gepasst. Wir haben knapp 11 Kilometer auf dem Wörthsee zurückgelegt. Gegen den Wind war unglaublich anstrengend eben noch das letzte Stück. Ich glaube, das waren 1,5 Kilometer. Da musste man ordentlich ackern. Erst kam der Wind und die Wellen von der Seite und dann von vorne. Da hat man noch mal richtig gemerkt, Stand-Up-Paddling ist Sport und es ist unglaublich anstrengend. Jetzt sind wir aber wieder zurück. Damit ist unsere Tour auf dem Wörthsee beendet. Wir können euch den Wörthsee nur weiterempfehlen. Eine unglaublich tolle, schöne Tour. Sehr sehenswert, gerade mit diesen wunderschönen Flachwasserzonen überall. Also wir sind richtig begeistert und kommen sicherlich nochmal wieder zurück nach Bayern hier an den Wörthsee. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Aktiviert die Glocke und dann bleibt uns nichts mehr weiter zu sagen, außer tschüss und viel Spaß beim Paddeln.